Hi Leute, Tim hier und wie ihr sehen könnt, sind wir bei einer neuen Let's Play-Reihe dabei. Vollgas, Full Throttle müsste es eigentlich heißen. Und ja, es ist die Remastered-Version, die heute rausgekommen ist. Und ich habe mir gedacht, spielen wir einfach mal eine Runde. Und klicken mal auf Neues Spiel. Das Spiel ist von LucasArts, das heißt, es kann nicht schlecht sein, sage ich mal. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen, umsonst ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Rimburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an, meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Rimburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. Jungs, mit denen ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes.
scheinst du recht zu haben, mein Freund. Was richtig Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Boah, diese Überblendungen. Weshalb braucht er da drinnen nur so lange? Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Rip Burger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zum Mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Ripburger, jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Rip Burger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. So, das war auch das Intro dazu. Konnte man ja gar nichts mehr dazu sagen. Moment, wo sind wir? Ich sehe uns nicht. Moment. Ah, da sind wir. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal eine Pause, weil das Intro war doch schon ziemlich lang. Und irgendwie habe ich da nicht wirklich viel erzählen können. Und ich denke, ein neuer Schnitt, ein neuer Versuch. Ich sage, bis dann.